Im Hintergrund habe ich gerade schon einen Boxer Sechszylinder gehört und da ist er auch schon. Als erstes. Hi, das sind Jan, willkommen zurück und heute ist es endlich soweit. Ich bekomme meinen GT4 vom Verlierer zurück und kann jetzt endlich mal das Auto bedenkenfrei schnell fahren und ihn so nutzen, wofür er gedacht ist. Ich freue mich wirklich unendlich. Also die ersten Fahrten, die waren ja wirklich relativ human und entspannt und war die ganze Zeit so vorsichtig, immer viel Abstand gelassen etc. Aber jetzt sind die Zeiten vorbei, jetzt kann richtig Gas gegeben werden. Oh mein Gott. Das wird so geil und wie immer nehme ich euch gerne in die Reise mit. Deswegen steigen wir ein in den F-Type und fahren nach Stutensee zu Vogt Folientechnik. Ich habe gerade schon mal die Fenster aufgemacht, weil heute ist es wirklich super warm. Sie haben so um die 33 Grad. Gerade war auch noch die Sonne da. Jetzt zieht es irgendwie so ein bisschen zu, aber in ungefähr 2 Stunden soll es dann auch wieder aufgehen und die Sonne wunderschön rauskommen. Nichtsdestotrotz, das Santorini schwarz glänzt, beziehungsweise so ein leichter Blühenstaub ist noch drauf, aber egal wie oft man ihn wäscht, nach ungefähr 5 Minuten sieht es genauso aus. Innen drin ist auch aktuell noch so ein bisschen dreckig, aber morgen mache ich ihn sauber. Wir haben jetzt 53.931 Kilometer. Hier ist auch überall auch Blütenstaub, oh je. Wird wirklich Zeit, dass ich ihn jetzt mal aussauge. Mach mittlerweile auch immer das Dach zu wegen der Sonne, dass es nicht ganz so aufheizt. Machen wir es mal auf. Und wie immer gibt es jetzt einen wunderschönen Kaltstart vom 3 Liter V6 Kompressor. Zack. Power geht ran. Klappe auf. Perfekt. Und wir sind unterwegs, aber auch nicht allzu lange. Folientechnik ist nur so ungefähr eine halbe Stunde von uns entfernt. So langsam fängt aber auch das Kribbeln wieder an. Weil das ist halt wirklich krass. Man kauft sein Auto und muss es dann für weitere 3 Wochen irgendwo abstellen und kann es nicht weiterfahren. Das ist schon echt ein leichter Horror. Also da hat eigentlich die ganze Zeit gekribbelt. Und die 3 Wochen, muss man dazu sagen, hingen auch so ein bisschen mit Lieferverzögerungen etc. zusammen. Ja, und jetzt so wieder näher zu kommen, das ist leichte Feelings wie damals, als ich ihn abgeholt habe. Das war richtig geil. Deswegen. Ich kann es kaum erwarten, ich gebe auch schon Gas. Das Wetter hat sich leider gerade ein bisschen verschlechtert. Es tröpfelt vereinzelt jetzt hier, aber laut Wetterbericht soll es eigentlich danach wieder besser werden. Ups, da fliegt das hier rum. Und zwar nach ist der Plan, dass wir noch schnell zur Boxengasse fahren. Da essen wir noch gemütlich ein Eis und trinken noch ein bisschen was. Und je nachdem, wie das Wetter dann eben ist, habe ich noch überlegt, ob wir dann noch vielleicht eine kurze Runde in den Odenwald fahren. Wobei es heute Abend die Chance relativ groß ist, dass es regnet. Das werden wir dann einfach sehen. Das machen wir dann spontan. Und lassen wir einfach den Abend ausklingen, ganz entspannt, in einer schönen Fahrt und das wird richtig geil. Und da sind wir auch schon bei Vogt Folientechnik und wenn ich hier mal durch das Tor linse, was sehe ich da? Schon mal einen wunderschönen 992 GT3. Und hier natürlich wieder die X-Klasse in der wunderschönen Karlover Folierung. Ich freue mich immer mehr, also gehen wir mal rein. Ich habe ihn gerade an die Seite gestellt und im Hintergrund habe ich gerade schon einen Boxer Sechszylinder gehört und jetzt schwenken wir mal rüber und da ist er auch schon. Eingepackt, sicher. Das erste Mal wieder. Scheiße. Und sogar als kleines Highlight, ein bisschen Werbung muss auch sein. Und nebendran, hier sieht man wieder die große Bremse. Oh mein Gott. Irgendwie, es ist einfach traumhaft schön, oder? Ich brülle jetzt nicht so rum, weil hier sind viele Leute. Aber oh mein Gott, der sieht einfach perfekt aus, oder? Und man sieht halt wirklich nichts. Er ist jetzt sicher eingepackt und super glatt alles. Wie neu einfach. Wie neu, die perfekt hier die Kanten gemacht sind. Und alles, also Folientechnik kann ich euch wirklich ans Herz legen, das sind die absoluten Profis hier auf dem Gebiet. Da haben wir auch schon den Mann dahinter, den Simon, Simon Vogt. Und ich habe auch gerade schon gesagt, hey, kann es kaum erwarten, jetzt nicht wieder. Und geil, ihr habt es ja noch gepackt hier, ja. Auch mit dem, ne? Ja, haben richtig wir geil, mega mäßig, es ist wirklich traumhaft geworden, hey. Ich kann es kaum erwarten. Ja, sonst ich meine nochmal alles ready und dann gehen wir auf die Straße und dann gehen wir nochmal genauer drum rum. So, es ist jetzt alles erledigt und wir haben ihn final da. Und jetzt regnet es auch direkt, wo ich ihn abhole. Nein, aber egal. Also, was haben wir jetzt gemacht? Das Auto ist jetzt komplett eingepackt in PPF. In durchsichtigem PPF, also kein mattes PPF. Und wie gesagt, hier haben wir noch einen wunderschönen Schriftzug, einen kleinen. Und man sieht nichts, deswegen ist die Arbeit gut gemacht. Ich freue mich wirklich sehr. Hier haben wir den Jack. Also wieder beide Autos da zu haben, ist einfach nur geil. Jetzt fahren wir direkt weiter in die Boxengasse. Ist jetzt halt echt blöd mit dem Wetter. Aber müsste ich hoffentlich gleich aufhören. Was auch noch wirklich cool ist, Simon ist Porsche Approved zertifiziert. Das heißt, die Folie hat eine Approved-Kennung. Und somit ist es dann auch wirklich super entspannt mit der Porsche-Garantie, falls irgendwie mal was sein sollte. Mega geil. Also, das erste Mal wieder einsteigen. Rein. Da ist der Till. Tür zu. Sieht sich so reinregnet. Wieder Schlüssel rein und direkt an. Mega, mega, mega. Klappe natürlich auf, zack, zack und ab geht die wilde Fahrt. Ey Leute, ich kann euch nicht vorstellen, wie geil sich das anfühlt, endlich wieder dem Auto drin zu sitzen, auch wenn es regnet und hinten dran auch noch den Jack zu sehen.
Mega geil. Jetzt haben wir nur noch eine Minute bis zur Boxengasse und endlich wieder da zu sein. Es wird so cool. Das wird so richtig cool. Und ihr könnt euch wirklich auf die Saison freuen, genauso wie ich. Aber da werden noch ein paar richtig schöne Videos kommen und wird einfach eine geile Reise. Überhaupt eine geile Reise. Und ja, allgemein, es werden so geile Erlebnisse auf uns zukommen. Wir werden so einen geilen Spirit haben und die Zeit einfach genießen, Erinnerungen schaffen. Und es fühlt sich, Porsche fühlt man sich einfach wohl, es fühlt sich richtig an. Und die Sitze, ich finde ja immer noch super chillig, wirklich. Ich finde die so bequem. Und da ist ja auch schon die Boxengasse. Mal rein. Ich melde mich gleich nochmal. Ah, da parkt er nebendran. Also wieder zack und aus. Und dann haben wir sie wieder, beide Autos nebeneinander. Hier an der wunderschönen Boxengasse an der Topolino. Jetzt gibt es gleich noch ein richtig leckeres Eis, da sehe ich schon den Martin. Und da haben wir wieder die heiligen Hallen, wo die traumhaften Autos drin stehen. Da gehen wir auch gleich nochmal eine Runde durch und schauen, was wir heute so da haben. Ja, Wetter ist leider nicht ganz optimal, deswegen ist der Platz heute relativ leer. Aber wird trotzdem geil. Kleiner Funfact, wo ich das Auto und den Platz hier gerade sehe. Ich stand genau hier, wo ich mit dem Telefon am Ohr den Porsche-Verkäufer hatte und dem GT4 zugesagt habe. Echt verrückt. Und jetzt, ein paar Monate später, stehen wir hier. Er ist da und ich bin überglücklich. Mega Erinnerung eigentlich, ne? Und auf ein neues hier in den heiligen Hallen der Boxengasse. Die sind aus, weil eigentlich darf man jetzt hier gerade nicht rein. Aber der Martin hat netterweise gerade aufgemacht. Jetzt müssen wir uns halt hier im Dunkeln zurechtwuseln. Wieder begonnen hier mit dem traumhaften AMG GTR. Ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Wunsch- und Herzliste. Nebendran Lamborghini Murcielago SV. Boah, eine fette Corvette. Hier haben wir wieder den roten Testarossa. Hier den 718 Boxster als Sondermodell. Die 25 Jahre Boxster Edition. Martins Track Tool, einen wunderschönen alten Mustang Fastback. Dann haben wir hier noch eine Bonneville. Nochmal Land Rover SL. Dann hier ein SLS AMG Flügeltürer Lamborghini Aventador. Und ein blauer Ferrari 488 Pista. Und auch mit einem ganz besonderen Streifen. Ne? Muss ich halt echt mal bedenken, das Ding ist lackiert. Das sieht wirklich traumhaft aus. Das wäre so aktuell mein Favorit, wenn ich hier einen wählen würde. Der Pista, das ist genau mein Auto. Unfassbar geil. Ja, weiter geht's mit einem 458, mit einem California und noch ein weiterer 718 GT4. Tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gut gespeckt, aber durch das Schwarz fällt es halt auch nicht auf. Hier auch wieder mit dem großen PDLS Plus Licht, mit der Keramikbremse, mit den schwarzen Sätteln und komplett blacked out. Ne? Clubsportpaket, die Vollschalensitze mit rotem Stitching etc. Ja, mega Auto, ne? Hier 997 Turbo, dann einen sehr geil gespeckten E92 M3. Hier haben wir noch Martins 356, seine 993 Targa und noch seinen schönen Maserati GT. Schauen wir uns nochmal kurz den E92 genauer an. Ne? Hier schön mit den Competition-Felgen. Das ist ein traumhafter Stance, ich finde das Auto so geil. Innen drin beige oder helle Innenausstattung. Mega, ne? Hier die Kotflügel vom M. Boah, geil. Nebendran 997 Cup, G4x4 hoch 2, 944, Jaguar XKRS Cabrio. Audi R8 V10 Spider, der Scudi, F430 Scuderi, ein weiterer Aventador S. Ich liebe es, die Autos so aufzuzählen. Ne? Toyota Gea Yaris, ein weiterer Maserati GT und wieder das Heavy Boat. Was das für ein riesen Ding ist, dieser Cadillac. Ne? Krass, was haben wir da hinten? Schöner 987 Cayman, alter SL, Lotus Emira, Z8. Geil. Hier noch eine schöne Pritsche, T2. Und noch ein paar andere abgedeckte Schätze. Und da hinten wieder die schöne Corvette C1. Wow. Wäre auch wirklich ein Traumauto. Genau, so viel zur Sammlung. Jetzt gehen wir raus und essen und trinken eine Kleinigkeit. Und das Geile ist, man ist hier entspannt, dreht sich um und kann sich dann noch schön Aventador S anschauen. So, und der Tim verlässt uns als erstes. V6 kommt ins Leben. Ja, der F-Table hat halt wirklich eine super elegante Form. Ne? Jetzt, wenn er gleich losfährt, die Griffe fahren ein. Einfach ein Traumauto. Ich bleib noch ein paar Minuten da und dann fahren wir noch weiter. So, jetzt sind wir final fertig. Jetzt habe ich mich noch ziemlich verquatscht hier tatsächlich am Topolino. Man lernt hier einfach wirklich tolle Leute kennen, gerade hier mit dem Macan-Besitzer, ebenfalls in Kreide. Ja, jetzt geht es aber noch weiter, weil ich habe noch entschlossen, ein bisschen in den Odenwald zu fahren. Gucken wir mal. Ah, und der Duft. Ah, herrlich. Zack. Perfekto.
So, jetzt sind wir in einem schönen Odenwaldstück. Jetzt mache ich auch mit den ersten schnellen Meter. Man sieht mich wahrscheinlich relativ schlecht. Ich mache jetzt auch das Licht mal aus, weil sonst so ein bisschen... Nee, wir lassen es an. Ich versuche mich langsam so ein bisschen ranzutasten, ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht so viel erzählen, weil ich konzentriert bin. Aber ja, jetzt genießen wir es einfach mal. Ne? Wir sind PDK Sport, Fahrwerk auf normal und halt manuell natürlich. Jetzt fahren wir mal so ein bisschen. Man merkt halt, ich muss mich komplett umgewöhnen an das Mittelmotorfahren. Über die Vorderachse rutscht, wenn man halt aus der Kurve Gas gibt, durch das wenige Gewicht. Dann ist das auch so, aber daran gewöhnt man sich. Ich habe leider kein Ventil dabei, um den Luftdruck abzulassen, also das macht auch nochmal einen riesen Unterschied. Aber es sind jetzt schon Unterschiede wie Tag und Nacht zum F-Type, wirklich. Das ist so krass, diese Vorderachse. Wenn man weiß, wie ihn reinbremst und wie warm ist, was da geht, das ist unbeschreiblich. Dieses Fahrwerk, wie es die Bodenwellen aufsaugt und das Auto trotzdem nicht wankt. Das Getriebe und all das. Ey, ich kann es wirklich... Oh, ich freue mich so sehr, wenn wir uns noch besser kennenlernen. Und ja, wenn alles noch flüssiger wird, noch besser, noch schneller, noch weicher und ja, geil. Jetzt fahren wir noch vor, wieder zu den Jungs, sehen ein bisschen und gucken wir mal, was sonst noch so geht. Hier ist es sehr, sehr dunkel. Sorry Leute, man kennt nicht allzu viel, aber ja, hier stehen wir mit dem GT4. Hier haben wir noch einen schönen E92 M3. Hinten noch ein Kumpel mit dem Cayenne. Und was ich wirklich krass finde, ne? Wir haben hier den 4 Liter V8 Sauger. Und jetzt haben wir zwei Saugmotoren, die 420 PS haben und bis 8000 drin. Ne? Einmal den Boxer 6, 4 Liter Boxer 6 Zylinder, Sauger 420 PS, 430 Newtonmeter, 8000 Umdrehungen. Hier einmal 4 Liter V8 Sauger, 420 PS und ganz ehrlich, Drehmoment weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, sehr, sehr geil. Ne? Und damit will ich jetzt auch unbedingt mal eine Runde fahren, weil der Sound von diesem Motor ist halt auch einfach nur episch. Auf Semis, sieht man natürlich auch nicht, perfekt. ja, aber trotzdem sehr geil. Jetzt gibt es noch eine schöne Runde im E92 M3. Hören wir mal den S65. Ah, sehr, sehr human und diszipliniert. Ne? Also sehr, sehr, sehr dezent. Krass. Geil. Man sieht jetzt wahrscheinlich relativ wenig, aber wir hören einfach ein bisschen den Motor zu. Oh, klingt der geil, ey. Oh, klingt dieser Motor geil. Einfach ein Erlebnis. Und wow, die Semis sind zwar noch kalt, aber es ist unfassbar, was für eine Traktion der hat. Ja, und V8, 8000 Umdrehungen, wie geil ist es, ne? Ich bin echt erstaunt für das Gewicht, wie krass die Vorderachse ist. Aber typisch BMW, der mag quer. So, und jetzt habe ich gesagt, jetzt machen wir noch eine kurze Vorbeifahrt, weil dieses Einzeldrossel V8, er sagt, er will auf jeden Fall noch die Ansaugung machen und ich denke, dann wird es richtig krass. Unfassbar. Einzeldrossel V8. Oh mein Gott, wie krass klang das gerade, ne? So, jetzt sind wir noch schnell am Waschpark, weil man merkt halt echt, das Wetter war jetzt echt komisch. Es hat nichts wirklich bewässert, sondern einfach nur alles dreckig gemacht. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch stark aufpassen. Ich werde jetzt nicht mit Hochdruck, sondern einfach nur so mit ein bisschen Wasser drüber sprühen und dann sollte das passen. So, wir haben mittlerweile 12:15 und ich merke langsam, ruft das Bett. Ich bin wirklich komplett am Ende, aber ja, heute war es wieder mal so eine richtige Gefühlskirmes wieder. Oh, nach so langer Zeit das Auto mal wieder zu sehen.
in vollem Glanz und jetzt auch endlich entspannt fahren können. Und oh mein Gott, die erste Fahrt in voller Ruhe war so dermaßen geil. Und dann auch gleich hoch in den Odenwald, mal richtig eingefahren. Zu lernen, wie man richtig mit dem Mittelmotor fährt, sich richtig an das Auto eingewöhnen, aber es fühlt sich krass an. Sobald die Reifen Temperatur haben, dann geht es richtig ab. Die Vorderachse, was für ein Grip, was man dem Auto zumuten kann, die Stabilität, einfach alles. Und wenn man nochmal schaut, hier, der Schriftzug, ich finde, der ist richtig geil geworden, oder? Was meint ihr? Haben jetzt, wie gesagt, gerade nochmal vorsichtig abgebraust. Hat durch die Versiegelung auch relativ gut geklappt, also sind ja schon ziemlich sauber jetzt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, wie immer, fürs Anschauen. Über ein Abo würde ich mich wirklich sehr freuen. Das hält das Ganze am Leben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.